Hallo in die Runde, willkommen zur Vorschau auf die Version Nummer 40. Teilweise und ohne dass es angekündigt ist, können einige schon auf Teile des Features hinzufügen, darauf zugreifen. Das Wichtigste ist genau hier in der Mitte. Raid-Kampfergebnisse hinzugefügt, die das Team zeigen, das den Spieler angegriffen hat. Das gegnerische Angriffsteam kann im Schlachtzugsprotokoll des Wachturms und im feindlichen Schlachtzugsdialog gesehen werden. Das erscheint, nachdem sich der Spieler angemeldet hat. Heißt, ihr geht auf den Turm und dort steht dann zum Beispiel, eure Verteidigung wurde angegriffen, ihr habt so und so viel gewonnen oder ihr habt so und so viel verloren. Und darunter, da habe ich schon Screenshots gesehen, weil teilweise ist das schon online, und zwar seit anderthalb Tagen, ist ein Fragezeichen abgebildet, wo man dann draufklickt und sieht, mit welchen Helden der Gegner die eigene Verteidigung angegriffen hat. Das ist noch kein vollkommener Kampfbericht oder das Video, aber das finde ich ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Das ist auch eigentlich das Highlight der nächsten Version, die, wie gesagt, einige Leute schon drauf haben, aber nicht alle. Nicht alle, also iOSler habe ich bisher generell noch nicht gesehen, aber auch noch nicht alle Android-User. Wieso das so ist, keine Ahnung. Ich bin da vor anderthalb Tagen drauf aufmerksam geworden, das erste Mal, und heute habe ich es definitiv bei einem bei uns aus der Gilde gesehen. Dementsprechend finde ich persönlich ein cooles Feature und immerhin ein Teil in die richtige Richtung. Ihr erinnert euch, mit eurer Hilfe zusammen haben wir versucht, dass man die Angriffe generell sehen kann als Videomitschnitt. Finde ich, ist auf jeden Fall ein guter Weg. Dann das Wichtigste. Im August kommt das Shadowfell-Event. Das heißt wieder 10 Stufen. Und Shadowfell, ihr erinnert euch, ich hatte dazu berichtet, das sind die Helden der letzten Beta-Leaks, die ursprünglich sehr, sehr langsam waren und jedes Mal mit jedem Zug schneller werden. Ursprünglich war das so, dass man bei 3, 4 und 5 Sterne Helden am Ende eine andere prozentuelle Chance hatte, dass die Helden einen Stack machen, der entweder Leben und oder Mana-Generation macht, sodass man nach 10 Stacks auf 100% Mana-Regeneration war, sodass ein sehr langsamer Held auf sehr schnell war. Und wenn man dann noch Mana-Truppen hatte oder noch einen Mana-Buff oben hatte, ist man auf schneller als sehr schnell gekommen. Dann hätte man auf 5 Steine geladen sein können. Zum Glück haben sie das abgeschafft und aktuell ist es so, dass man maximal auf 50% Mana-Regeneration kommen kann. Das ist aber immer noch von sehr langsam auf schnell. Und mit Mana-Truppen und einem zusätzlichen Buff ist da noch was machbar. Wobei noch nicht klar ist, ob dieser Buff möglicherweise, wenn er von irgendwoher anders kommt, außerhalb der Stacks, weil die Helden bauen Stacks auf, das heißt, dieser Mana-Buff, den die Helden selbst aufbauen, der ist nicht entzauberbar. Man kann da nichts gegen machen, das stackt hoch. Je mehr Helden man von der eigenen, von der Familie hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende der Runde diese Stacks aufgebaut werden. Und hier sind wir auch gleichzeitig bei einer Schwachstelle. Die neuen Helden werden hammermäßig gut sein, wie es immer so ist. Das Problem ist aber, dass man mehrere braucht. Und das heißt, wenn man nicht vorhat, 3 Fünferhelden zu ziehen und damit genügend Geld zu investieren, kann man es entweder lassen oder man hofft dann, dass man in den folgenden Monaten oder Events, besser gesagt, noch nachzieht. Ich für meinen Teil werde nicht drauf gehen, weil ich mir sage, die Chance ist einfach zu gering, dass ich einen Fünfer bekomme. Und man braucht mindestens 3 Fünfer, damit die Familienhelden aktueller Stand 50% Chance haben, am Ende der Runde einen Stack zu generieren, sodass man danach im besten Fall 10 Runden so weit ist, dass man die eigenen Helden auf 50% hat. 10 Züge wohlgemerkt, ne? Da ist noch nicht, dass man selbst welche weggespielt hat, eigene Farbe weggespielt hat. Da ist man relativ schnell dabei,
ziemlich fiese Sachen aufzubauen, aber gehen wir ins Detail. Im August kommt das, wie gesagt, und es gibt einen neuen Effekt, den ich ziemlich heftig finde, und zwar Wut. Immer dann, wenn ein Gegenstand oder eine Spezialfähigkeit eingesetzt wird, ist es so, dass der Schaden der Gegner steigt. Ich finde, dass die Challenge-Events für mich, der nicht genügend Helden auf Stufe 5 hat, eh schon hart ist und ich die letzten zwei Stufen eh immer nur mit Spezialfähigkeiten wie zum Beispiel Proteus, Zeitfallen und Schadens-Items mache. Jedes Mal, wenn das dann steigt, muss ich sagen, ist das hart. Zumal die Items ja auf unteren, auf den leichten Stufen eingesetzt werden, um schnell ja, Schaden zu machen und gute Zeiten zu erreichen. Und da muss ich sagen, der Schaden von den Spezialfähigkeiten und von den Items wird zusätzlich reduziert, während der Schaden von den Feinden steigt. Und das wird natürlich dadurch wieder negiert, dass man dann sagt, ja, kauft unsere Helden und die widerstehen dem Ganzen. So ist es nämlich auch. Hier seht ihr es, der Held bekommt am Ende jedes Zuges 5 bzw. 10 Lebenspunkte zurück für den Stapel und 5% Mana-Generation. Zusätzlich gibt es wieder Stadtbonis, also Boni auf Stärke, Verteidigung und Lebenspunkte, sowie dass sie die Elementarschäden Elementarschilde umgehen. Tja, damit muss ich sagen, habe ich aktuell ein Problem. Vorher war es so, dass 5-Sterne-Helden, wenn man 3 hatte, 100% Mana-Regeneration bekommen. Nicht 100% Mana-Regeneration, sondern die Chance, einen Stack zu bilden. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Hat man 3 5er-Helden, kann man da eine richtig böse, böse Verteidigung aufbauen. Und das wird definitiv die nächste Meta. Und sehr wahrscheinlich sind die Helden auch deutlich stärker vorausgesetzt. Wie gesagt, man hat 3 Stück und kann definitiv jede Runde die Stacks aufbauen als die Helden vom Magierturm. Ich, wie gesagt, ich wiederhole mich, bin der Meinung, entweder man hat 3 Fünfer aus dem Event oder gar nichts. Darunter ist es ein Glücksspiel, damit sehr langsam auf schnell geht. Ja, außerdem gab es noch ein paar Probleme, die eigentlich relativ wenig sind. Der Mindless Attack ist ein bisschen besser beschrieben. Das Tutorial zum Limit Breaker wurde verbessert. Ich gebe es ja zu, ich gehöre zu denen, die solche Tutorials immer wegklicken. Dann einfach einerseits, weil ich es vorher weiß, auf der anderen Seite bin ich da auch vielleicht blöd und lasse mich dann überraschen und stelle erst in der letzten Runde fest, dass der Gegner immun gegen Statuseffekte ist und ich bis dahin nicht mitbekommen habe, dass mein Rüstungszerreißen, also die Rüstungsreduzierung von Grimm, gar nicht funktioniert hat. Tja. Dann gibt es eine bessere Beschreibung für alle Helden, die Stapel werfen, was Stapel sind etc. Ja, und es wurden noch ein paar andere Fehler behoben. Highlight, wie gesagt. Ach so. Das ist noch wichtig. Am Anfang gab es ja ein paar Kommentare, als ich den neuen Pass rausgebracht habe, dieses neue Video zum neuen Pass, dass dort geschrieben worden ist, dass einige den Balken nicht ändern können, den Rahmen nicht ändern können und das wurde jetzt abgeändert. Ändert nichts daran, dass dieses Angebot auf den Elite mega, mega super toller VIP Valor Pass einfach nur schlecht ist. Aber okay. Das ist nun mal das Spiel und einige haben es gekauft, das kann man nicht ändern, muss man mit leben. In diesem Sinn, die hervorragende Neuigkeit, dass man zumindest jetzt sehen kann, welches Team einen vernichtet hat, ob Mono oder Glück, kann man dann zwar immer noch halbwegs feststellen, aber es ist deutlich besser als bisher, wo man es einfach nicht weiß. Und natürlich dann, dass das August-Event Helden des Heroes of Shadowfell, keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt, wir haben es auf Deutsch übersetzt.
Nee, Slayers of Fell Shadows. Oh, keine Ahnung, wie sie es auf Deutsch nennen werden. Erscheint. Ja, so viel zur Beta. Ich wünsche euch, ja nicht Beta, aber zur neuen Version. Und ich wünsche euch viel Spaß und dann genießt das, die neuen Features. Und könnt mir mal drunter schreiben, ob die Helden für euch super sind oder nicht. Ich verlinke das Video dazu in der Beschreibung. Macht's gut. Tschüss.